Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar war ich im Action. Ich habe jetzt keine Preise rausgeschrieben. Habe ich jetzt gerade eben nicht so die Muse zu gehabt. Und ich weiß auch nicht, wo er geblieben ist, der Kassenbon. Trotzdem muss ich natürlich als Werbung markieren, weil ich mache ja Werbung. Also im groben Sinne ist es ja Werbung, sobald ich irgendwie eine Firma nenne oder so. Deswegen natürlich trotzdem Werbung oben in der Ecke. Und zwar brauchte ich unbedingt mal wieder Kartenrohlinge. Ich habe festgestellt, ich habe nicht einen mehr. Ich weiß gar nicht, wo die alle geblieben sind. Und habe ich mir jetzt hier diese 8er-Sets, also 8 Karten, 8 Umschläge gekauft. Das sind die ganz normalen weißen. Es gibt die ja auch mit so einem Schimmer-Effekt, aber die sind so, weiß ich nicht, ist so gar nicht meins. Mag ich nicht so wirklich. Und die kraftfarbenen sehen von außen total schön aus, aber von innen sind die nicht besonders schön, wie ich finde. Deswegen durften die jetzt mit. Da habe ich jetzt alle mitgenommen, die es gab. Es waren leider nur 6 Pakete. Ich hätte sonst gerne noch mehr mitgenommen, einfach damit ich welche habe zu Hause. Weil, ja, alle. Dann in der Baumarktabteilung, Heimwerkerabteilung, so heißt das, habe ich mir jetzt hier einmal so eine kleine Rolle, so eine kleine Haltedings da mitgenommen und Lackierrollen. Ich wollte nämlich gerne mal was ausprobieren, ob das funktioniert, weiß ich noch nicht, aber wenn, dann seht ihr das bestimmt in irgendeinem der Videos. Ich glaube, das Set lag jetzt irgendwie bei 99 Cent hier, also da kann man ja nicht meckern. Ich habe mir leider noch mal ein paar Ersatzrollen mitgenommen, damit ich einfach schon mal ein paar zu Hause habe. Ich wollte damit nämlich gerne Hintergründe gestalten. Ob es klappt, keine Ahnung. Werden wir sehen, seht ihr bestimmt mal in irgendeinem Craft-Update oder wenn wir mal eine Karte basteln. Könnte das vielleicht mal zum Einsatz kommen? Die, die mir ja auf Instagram folgen oder auf Facebook, haben ja schon gesehen, dass ich mit meiner Tochter, beziehungsweise meine Tochter hat sich so Blüten gemacht mit meinem Punchboard. Und ich hatte auch welche gemacht und da hat jemand geschrieben, oh, guck doch mal im Action, die haben da gerade so diese Staubdinger, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, Staubblätter für Blumen. Und dachte ich mir so, das ist natürlich eine mega Idee, weil die kann man sich super dann in die Mitte reinsetzen. Gab es bei uns jetzt 5 verschiedene Farben. Ich habe jetzt einfach mal alle mitgenommen, damit ich so eine kleine Auswahl habe, auch wenn die Mädchen das nochmal machen wollen, waren auch unter 1 Euro. Dann haben wir hier einmal diese Gelbtöne mit so einem Karamell, würde ich fast behaupten. Dann Türkis in 2 Farben und einmal so ein Mint. Dann haben wir hier so ein helles Beige, ja, Lachs und Rosa. Einmal ein Mint, das sind Pastellfarben, ja, Pastellgrün, Pastellblau und Pastelllila. Und zuletzt noch einmal so ein Creme, ein richtig knalliges Pink und ein Lila. Und da sind eine ganze Menge drin, pro Farbe 144 Stück. Also da kommt man erstmal mit hin, bevor man wieder neue braucht. Ich liebe ja Spitzenbänder und da gab es wieder neue Farben, die habe ich nämlich noch nicht. Und sind jeweils 5 mal 1 Meter. Ich finde sie total schön, ob für Karten, für Mini-Alben oder wenn man ein Layout machen möchte für ein Scrapbook oder so. Dafür finde ich sie einfach total schön. Hier steht auch extra noch Vintage Moments, also das ist absolut meins. Ne? Also ich liebe ja Vintage sowieso. Da haben wir einmal hier Blau- und Grüntöne, dann Rosa in verschiedenen Abstufungen. Hier ist ein Creme, beziehungsweise Beige. Mit Grau und hier hinten haben wir dann nochmal so lachsfarben und beigefarbene. Also eine ganz tolle Farbauswahl, wie ich finde. Es ist nicht so knallig. Lässt sich bestimmt super schön kombinieren. Nicht kolorieren, sondern kombinieren natürlich. Ich schiebe das jetzt immer nur so ein bisschen auf meinem Schreibtisch hin und her. Ich habe hier nämlich gerade leider überhaupt keinen Platz. Dann durften neue Glitzersteinchen mit. Ich nehme die ja ganz gerne mal anstatt dieser Klebeglitzersteinchen. Erstmal haben die eine mega Auswahl. In einer Farbe sämtliche Größen. Also man sieht es, wir haben hier mini, mini, mini blaue und super krass große blaue. Und nochmal in grün, in lila und in rosa. Ich finde die wirklich toll. Die kann man nämlich einfach mit ganz normalem Bastelkleber auf einer Karte kleben oder ins Mini-Album. Und man hat eben mal eine richtig tolle Auswahl, wie ich finde, anstatt wenn man nur so einen Bogen hat mit einer Art von Glitzersteinchen. Deswegen durften die mit und ich habe mir auch gleichzeitig noch ein paar Ordnungsboxen mitgenommen. Ich wollte die nämlich gerne da rein sortieren. Also ich werde jetzt nicht jede Größe für sich, weil dann müsste ich ja 300 Boxen haben wahrscheinlich. Ich habe nämlich schon welche von denen.
aber eher so farbenmäßig, also hellblau, dunkelblau, Flieder und Lila. So werde ich das wohl irgendwie sortieren, einfach damit man, also ich komme damit besser klar, wenn Sachen sortiert und geordnet sind, als wenn ich das irgendwie alles in eine Kiste kipp, dann gehe ich da nie ran, weil ich habe gar keine Lust zu suchen. Ich bin dann einfach zu faul zu suchen und deswegen mache ich mir einmal die Mühe und sortiere das alles. Da gibt es auch bald nochmal ein Video zu. Einmal wurde ja gefragt, wie ich meine Stempel aufbewahre und wie ich meine Stanzen aufbewahre. Das ist natürlich auch alles geordnet. Und das werde ich euch aber in nächster Zeit nochmal zeigen, wie das Ganze jetzt aussieht bei mir. Wir sind auch schon fast fertig. Einmal habe ich normale Klebestifte wieder mitgenommen. Die gehen hier weg wie warme Semmel für die Kinder oder auch für mich. Ich nutze die immer ganz gerne, wenn ich was haben muss, was schnell kleben soll. Also der Kleber klebt wirklich super gut. Kann man absolut empfehlen, wie ich finde. Ich glaube, ich kostet irgendwie um die 70 Cent oder so zwei so eine Stifte. Und ich finde es wirklich total gut, wenn man mal so ja, keine Lust hat, Flüssigkleber zu nutzen und auch kein doppelseitiges Klebeband. Nimmt man eben mal einen Klebestift. Der ist wirklich toll. Dann durften einmal hier diese großen Klammern mit. Ich habe die ja jetzt ja schon in mehreren verschiedenen Größen und nutze die ja ganz gerne, wenn ich das Cover eines Mini-Albums mache, um das einfach nochmal ein bisschen zu befestigen. Jetzt hatte ich gesehen, dass die auch so eine großen haben und werde das mal ausprobieren. Ich würde mal behaupten, dass man mit denen auch keine Druckstellen kriegt. Bei manchen Klammern kriegt man ja immer so Abdrücke. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich dann. Ausnahmsweise durften mal Sticker mit. Ich bin ja sonst echt keiner, der wirklich Sticker kauft, weil ich damit nicht Großes anfangen kann. Aber die fand ich so schön, dass sie einfach mit mussten. Und zwar haben wir hier eben dieses ja, Vintage-Herbstmäßige, würde ich fast behaupten. Hier haben wir ganz viele tolle Kränze. Man könnte sich auch die Mühe machen, das so ein bisschen kleiner hier alles auszuschneiden, damit man noch was in die Mitte schreiben kann oder noch irgendwie so einen Vellum-Spruch hinterkleben möchte. Genau, haben wir hier wieder dieses süße Reh. Das ist auch alles geprägt. Das ist also nicht ganz, das sind keine platten Sticker, sondern die sind wirklich schön geprägt, fühlen sich ganz toll an. Die Rückseite sieht so aus. Haben wir hier eben noch einen Igel, ein Eichhörnchen, diesen wunderschönen Fuchs, wie ich finde. Ich finde den ganz, ganz toll. Ach, hier stehen sogar anscheinend sogar Nummerierung drauf. Set 2, würde ich behaupten. Ich habe mir auch nur dieses Set mitgenommen, weil das andere war mir wieder zu doll, zu bunt. Keine Ahnung. Dann durfte seit langem mal wieder ein Block mit schwarzem Papier, kraftfarbenem und weißem. Zurzeit nutze ich nämlich ganz viel das kraftfarbene und ich habe nicht mehr wirklich was davon. Was genau ich damit mache, werdet ihr auch noch in einem Video sehen. Ich habe so viele Ideen und so viele Sachen, die ich eigentlich machen möchte. Aber zurzeit läuft das hier alles irgendwie, weiß ich auch nicht, nicht so wirklich rund. Wir müssen alles neu finden. Wir haben so ein, zwei Projekte nebenbei noch laufen. Dann, ja, läuft das eben alles nicht. Wenn das nicht so gewohnt läuft, dann verhaspelt man sich ganz gerne mal. Und ja, die Pläne sind ganz groß. Die Umsetzung muss nur noch kommen. Und zu guter Letzt durfte wie schon immer, ich habe das schon so oft da gekauft, ich finde es so toll und es ist super günstig. Kostet 2,95 € meine ich, von richtig, richtig von Canon. 500 Blätter A4 für unseren Drucker, der hat absolut keine Probleme mit diesem Drucker, das geht wirklich so, so gut. Und die Mädchen nutzen es eben auch als Malpapier. Und der Mütter, glaube ich, wissen, wie schnell Malpapier durch ist. Also das ist ja Wahnsinn, was Kinder malen können. Und deswegen muss ich das immer wieder nachkaufen. Bis jetzt muss ich sagen, wirklich vom Preis her, das, was ich am günstigsten und auch am besten finde. Das ist nicht so, dass das, dass man das Gefühl hat, es reißt gleich auseinander, also weil es super dünn ist. Ja, wie ich finde, ein ganz tolles Papier. Kann ich echt nur empfehlen an alle Mütter oder an überhaupt wer gerne malt oder so. Gerade bei Kindern ist das ein ganz tolles Teil. Lässt sich super drauf malen und ist vom Preis her einfach gut, gerade wenn man eben viel Papier braucht. Genau, das war's. Also ihr seht, so ein bisschen was ist zusammengekommen. Ich werde mich jetzt wohl die nächsten Tage mal mit Steine sortieren beschäftigen. Aber es werden natürlich auch weiterhin immer wieder Videos kommen. Das wisst ihr ja, dienstags, donnerstags und Zusatzvideos gibt es dann eventuell immer am Sonntag. Dienstags und donnerstags sind ja immer meine festen Tage. Genau, das war's und ich freue mich auf ein nächstes Video mit euch. Ich wünsche euch allen einen tollen Tag und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.